Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Family. Beim letzten Mal haben Faith und Marley geheiratet. Deswegen sind wir gerade eigentlich relativ glücklich. Aber der Sound dieser Geige ist jetzt nicht das, was wir uns alle für unsere Ohren vorstellen. Morgen hat auf jeden Fall auch unsere Raya Geburtstag. Da bin ich ja auch mal gespannt, wie süß die kleine Maus sein wird. Weil ich weiß es einfach, dass sie hübsch wird. Ah! Bubba auch! No! Where is you? Oh, look! Look at you! Du bist schon wieder dreckig. Das sehe ich doch. Warum schläfst du schon, Girl? Vielleicht badest du Bubba. Och, der arme kleine Fratz. Warum bist du denn noch wach, kleine Maus? Also, wenn man so müde ist, geht man eigentlich schon schlafen, oder? Ach süß, und er repariert hier. Nett von dir. Warum steigt sein Sozialbedürfnis, wenn er Geige spielt? Muss ich mir Sorgen machen? Ich glaube, er ist verrückt. Wie verantwortungsbewusst ist er denn? Er räumt sogar direkt auf. Ein Ehemann, den wir alle verdienen. Warum hat er die Geige jetzt da stehen lassen? Nimm sie mit, Raphael. Ach, Bubba, du Süßmaus, ey. Bist du einfach schon groß. Okay, die fetzen sich hier schon wieder. Also, harmonisches Leben hier. Ja, ich werde schon auch Rayas Geburtstagsfeiern. Mach dir mal keine Sorgen. Warum bist du krank? Aha, in dem Spielstand hatte ich Wellness-Happen. Wusste doch, dass ich die irgendwo hab. Wie wär's mit einer Schokotorte? Nebenbei schauen wir aber auch mal, was wir heute zu tun haben. Es ist die 80. Mache Yoga. Das scheint sehr easy zu sein heute. Das werden wir wohl irgendwie hinkriegen. Good morning in the morning, girl. Ich bin so gespannt. Ja, ihr müsst gleich arbeiten und so, aber erstmal hat Raya jetzt gleich Geburtstag. Kack schneller. Du musst Geburtstag haben. LG, warum isst du den Kuchen? Hör auf. Gut, dann feiern wir den Geburtstag halt erst nachher. Ich sehe schon. Unerfahrener Agent. Einer der jüngeren und unerfahreneren Agenten von Marley wird auf eine gefährliche Mission geschickt. Marley fragt sich, ob es nicht besser wäre, ihn zu begleiten. Nur für den Fall. Er kann ihn entweder auf der Mission begleiten oder den Agenten seine eigenen Erfahrungen machen lassen. Das macht er schon. Boah, ist anscheinend nicht so gut gelaufen. Ups. Hi, Destiny. Ich würde jetzt gerne mal schauen. Hier, dieses tolle Akustik-Ding. Ich glaube, ich würde das gerne hier hinzufügen für Raphael, damit der das ein bisschen schneller lernen kann. Wäre doch nett, oder? Ich finde Maverick Withers echt süß. Ja, viel Spaß. Destiny schon wieder hier. Wie wär's, wenn du dir mal Hobbys suchst? Wirklich. Raphael ist schon wieder back im Business. So, dann mach doch erstmal deine Hausaufgaben. In Kreativität natürlich. Weil wir müssen Level 10 der Kreativitätsfähigkeit sein, wenn wir unser Bestreben abschließen wollen. Okay, da seid ihr ja schon wieder. Gott, Faith. Ach Mann, warum hat sie denn jetzt die Angst davor, in einem Job zu sein, der keine Aufstiegschancen hat, Alter? Krieg dich mal ein, Girl. Umarm. Ach, Maus. Oh, sie pustet ja direkt. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Happy Birthday to you. Sie sieht sehr zufrieden aus, oder? Okay, und sie ist natürlich eine Einzelgängerin. Schade. Vielleicht kaufen wir ihr ein Fahrrad. Dann können wir das hier machen. Das finde ich nämlich auch immer ganz süß. And now look at you. Wow, ist sie hübsch. Oh mein Gott. What? Wie schön sind ihre Gene. I love her. Wowie. Ich habe heute mal wieder Lust auf einen Zeitraffer. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. Hihi.
da bin ich ja schon fertig tatsächlich. Ich finde, sie ist so cute geworden. Ich habe ihr so ein bisschen, ich weiß nicht, aber sie sieht so ein bisschen aus wie so eine wilde Hilde. Sie gibt mir so ein paar Vibes, dass sie einfach ein bisschen wild ist, weiß ich nicht. Außerdem habe ich ja dann wie immer gerandomized, was ihre Vorlieben und Abneigungen sind. Und sie mag zum Beispiel die Farbe Weiß, deswegen habe ich halt versucht, ihr viel eben Weiß-Aspekte zu geben. Und sie mag Comedy, worauf ich mich ja auch viel beziehe. Das sind ja die hauptsächlichen Sachen, worauf ich mich beziehe. Und keine Ahnung, Comedy gibt mir halt immer so Vibes, dass sie vielleicht manchmal auch ein bisschen chaotisch ist. I don't know. Deswegen hat sie auch immer mismatched Socken und so. Ich lieb's auf jeden Fall. Es ist richtig süß. Das ist ihre Alterskleidung. Das ist ihre Abendkleidung. Unheimlich süß sieht sie aus. Dann ihr Sportoutfit. Ihre Nachtwäsche ist auch richtig süß. Dann ihre Partykleidung. Fühle ich halt komplett. Dann ihre Schwimmkleidung. Ihr Sommeroutfit ist auch richtig süß. Und da es ja bald Sommer ist, werden wir es wahrscheinlich sehr viel sehen. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil das ist einfach süß. Und zu guter Letzt natürlich Kaltwetter. Ich bin ein sehr großer Raya-Fan, weil look at her. Sie ist einfach wunderschön. Ich würde am liebsten mit beiden weiterspielen. Ich habe die Hoffnung, dass der Randomizer dieses Mal dafür sorgt, dass wir eben mit beiden spielen. Ich meine, ich bin einerseits froh, dass ich mich nicht selber entscheiden muss. Andererseits, wie gesagt, ich würde gerne mit beiden spielen. Add Randomizer. Bitte, bitte erfüll mir einmal den Wunsch. Ja, dann wird es natürlich nochmal Zeit, einmal das Zimmer neu einzurichten, weil das geht so nicht. Weg damit. Weg, 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 weg. Rest kann, denke ich, so bleiben. Ah ne, das kommt auch noch weg. Vielleicht können wir den Teppich ja in dieses Lila umfärben, weil da halt einfach mehr Weißaspekte sind. Ich glaube, das könnte ihr ein bisschen mehr gefallen. Das passt ja perfekt hier rein. Farblich. Ich lieb's ja. So, dann kommt die Kiste da wieder so dran, weil ich finde das richtig süß eigentlich. Lol. Es hat ja so LED-Lichter und so. Mir noch nie so bewusst aufgefallen. Jetzt noch ein bisschen Deko. Wir haben ja gesagt, vielleicht ist sie ein bisschen chaotisch, ne? Ich fände es richtig lustig, wenn sie hier einfach ihre Kleidung so draufschmeißt. Wenn das hier so funktioniert wie dieses andere Item, was so ähnlich ist, dann kann man da ja einfach drüber laufen. Das wäre ja optimal. So, das finde ich richtig süß. Doch, ich bin Fan. Süß. Ich mag jetzt immer. Ach so, und ein Fahrrad. Fahrrad. Guck mal, das ist in Weiß und Lila. Das ist ja perfekt. Nee, ich bin glücklich. So, und er hat Hausaufgaben gemacht. Dann isst jetzt was. Und dann kannst du gleich noch ein Bild malen. Und sie geht gleich raus und kann dann noch ein bisschen Fahrrad fahren, auch wenn sie ein bisschen müde ist. Aber das ist schon okay. Fahrradfahren üben. Ich finde das ja so süß, ne? Let's go. Ja. So, und es soll noch Yoga gemacht werden. Deswegen let's go. Sie hat ja sowieso Spaß an Yoga und sie braucht Spaß. Also es ist doppelt und dreifach eine Win-Situation. Und sie gibt ihr Bestes. Es dauert sehr lange, bis sie das lernen, aber ist schon okay. Mentalfähigkeit braucht sie auf jeden Fall auch. Ja, darum kümmern wir uns dann. Ja, ich glaube, das ist genug Yoga, weil du stinkst eh schon. Er ist schon fast fertig mit seinem Bild. Süß. Das sieht wild aus. Ja, und du solltest langsam aufhören, Girl. Dann iss lieber was und geh dann nochmal schlafen. Okay, das nächste Bild ist fertig. Süß. Soll das ein Hamster sein oder? Nee, das ist ein Löwe, glaube ich. Ja, ne? So, und dann wird geschlafen. Werden wir jemals eine Nacht erleben, die wir durchschlafen können? Was machen wir denn heute? 92. Das nächste Festival, das in San Myshuno stattfindet, wird besucht. Kurzer Einschub aus dem Off. Ich habe komplett vergessen, dass das irgendwie eine Sache war, die ich mir irgendwie erdreht habe. Deswegen tut es mir leid, dass ich das letztendlich nicht einlösen werde. Es tut mir so leid. Alle gehen gleichzeitig los. Das ist so süß, ne? Viel Spaß. Aufgeflogene Tarnung. Bei der Ausführung eines Auftrags fliegt die Tarnung eines der Agenten von Marley auf. Das Protokoll verlangt den sofortigen Abzug des Agenten, aber der will den Auftrag noch abschließen. Soll Marley ihm befehlen, abzuhauen oder ihn seine Arbeit beenden lassen? Wir lassen ihn lieber abziehen. Leistungsverbesserung mittelgroß. Yay! Geburtstag vom Chef, ne? Also wir bestellen online. Ist auch eine mittelgroße Leistungsverbesserung. Yay! Morgen ist Liebestag. Ich schaffe das nicht. Was ist, wenn Raya versagt? Was ist, wenn jeder sie bereits für eine Versagerin hält? Girl! Tinkerbell ist weggelaufen. Jawohl! Es ist jemand gestorben. Aber nur die Katzen werden angerufen. Hä? Raphael ist Zweierschüler. Ich bin auf jeden Fall jetzt einfach sehr verwirrt. Ich weiß es nicht. Soraya, Suchmeldung posten bitte. Okay, und da wurde jemand befördert. Bin sehr stolz auf dich. Raya hat die Mentalfähigkeit erworben. Sehr schön. Süß, wie sie hier sitzt. Ich lieb's. Sie existiert so einfach nicht. So, ja! Boba hat Hunger. Bro, hier sind literally zwei volle Näpfe. Ich glaube, das schaffst du alleine, Bro. Schön, das hat anscheinend funktioniert. Love it.
Sie würde gerne Marley abknutschen. Können wir gleich gerne machen. Level 2 der Geigenfähigkeit, cool. Und er kann das letzte Bild zeichnen. Welches ist Monster? Cool, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal abgeschlossen. Dann fehlt ja gar nicht mehr so viel. Wenn wir reinhasseln, dann schaffen wir das auf jeden Fall noch. Das finde ich richtig toll. Einmal abknutschen. Ja, beide sind gleich mächtig. Ich hasse dieses mit diesem... Mir nur egal. Level 3 der Charisma-Fähigkeit. Yay, Marley. Raya kann von einem Meteor getroffen werden. Renn! Ich wusste nicht, dass Kindern das passieren kann. Level 9 der Kreativität-Fähigkeit. Ey, sehr, sehr gut. Tinkerbell ist zurück. Erstmal mitten in der Nacht aufstehen. Ach, du kleine Maus, ey. Warum rennst du einfach weg? Love Day. I know. Das ist so stressig. Ich würde ja gerne nach Salvadorada und so, aber ich will halt auch das Bestreben abschließen. Es ist gerade sehr stressig für mich. Vielleicht bleibe ich dann nur eine Nacht? Weil eigentlich wollte ich 2 Nächte bleiben. Wahrscheinlich. Dann könnte man heute Abend abreisen. Ohne die Kinder. Sie mag kochen auch nicht. Das geht. Alle hassen Kochen hier. Oh, meinetwegen. Dann ist das so. Gemacht werden muss es trotzdem. Deswegen ist es jetzt schlechte Qualität. Wow. Ja, weißt du was? Dann nachprüfe, ob Essen noch frisch ist. Ja. Warum macht er jetzt Eis? Ja, Katze, meinetwegen ist das. Du gehst jetzt bitte arbeiten, what? The work is really important, you know. Geheime Liebestag-Karten austauschen. Anlässlich des Feiertags Liebestag beschließt Raphael, eine Karte mit Pfeifenreiniger, Herzen, glitzernden Blumen und Dinosauriern für seinen Schwarm zu basteln. Schließlich mag doch jeder Dinosaurier, oder? Raphael ist sicher nur nicht sicher, ob er durchblicken lassen soll, dass er die Karte gebastelt hat oder ob er sie heimlich in das Fach des Schwarms legen soll. Lass uns doch heute einfach mal mutig sein. Der Schwarm von Raphael weiß nicht einmal, dass es ihn überhaupt gibt. Ups. Ja, und Raya hat jetzt dasselbe Ding. Sie würde safe heimlich machen. 5 Millionen %. Sie ist ja auch Einzelgängerin. Das Lächeln ihres Schwarms ist noch viel strahlender. Süß. Frühe Midlife Crisis. Yeehaw. Vielleicht versuchst du nochmal was zu essen, vorzubereiten hier. Warum ist immer alles schlechte Qualität? Ich kann nicht mehr, Leute. So, die Kids sind auch wieder zurück. Unser Girl ist schon zurück. Sie braucht unbedingt Urlaub und... Ja, den wird sie auch kriegen. Aber erstmal wird geduscht. Sie ist vom Outfit auch direkt ready gewesen eigentlich, aber let's go. Ich würde sagen, sie macht jetzt noch einmal ganz fix ein bisschen Yoga, damit sie ein bisschen Spaß in den Backen hat. Abgeschlossenes Bestreben! Oh je, Mine, das ging jetzt doch irgendwie schneller als gedacht. Aber wie toll! Dann hat er das jetzt ja dann doch noch geschafft. Wie schön! Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt in Urlaub. Nein, wir nehmen nicht unsere Tiere mit und wir nehmen auch nicht unsere Kinder mit. So. Nein, Destiny nehmen wir auch nicht mit. Das wären die Flitterwochen. Let's go. Ab in die Flitterwochen. Zumindest für einen Tag quasi. 24 Stunden. Besser als gar nicht. Batu, oder? Nein, Salvadorada natürlich. Vielleicht nehmen wir diesmal das etwas Schönere. Auch wenn es sich nicht wirklich lohnt. Aber Flitterwochen sollen ja auch irgendwie ein bisschen schön sein. Und wenn der Unterschlupf ein bisschen hübsch ist, wäre ja schon toll. Während der Ferien kümmern sich ein Zitter um Raphael und Raya. Schönen Urlaub. Und ein Tiersitter natürlich. Also die beiden sind natürlich jetzt... Ich meine, Marley kommt ja sogar von hier. Es ist ja schon irgendwie ein bisschen süß auch, ne? Deswegen mal schauen, wie weit die beiden innerhalb von einem Tag in diesen Tempel oder so kommen. Weil wir wissen alle, dass es ein bisschen schwierig ist. Die Abenteuer von Salvadorada Part 2 quasi... Sehen wir dann in Part 12. Ein bisschen lustig, weil es, glaube ich, genau 10 Parts Unterschied ist, oder? Ich bin sehr gespannt, wie die beiden die Zeit genießen werden. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge für die Story oder irgendwas habt, vielleicht auch fürs Dokument, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!